8 Uhr zu oben, noch ist der Tag nicht vorbei für die Mönchin Maria Stein. Das tägliche Nachtgebet ist das 6. Gebet von diesem Tag. Diesen Tag haben wir im ersten Teil vom Telebasler Report gezeigt. Im zweiten Teil redet Mönch über den Tod, die Sexualität und die Freude und Mühe von ihrer Lebensgemeinschaft. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Es herrscht 7-Tages-Betrieb nach den strengen Regeln vom heiligen Benedikt aus dem 6. Jahrhundert. Die Mönche leben gehorsam, Stillschweigen und Besitzlosigkeit. Eine Woche lang habe ich sie als Gast begleitet. Es ist jetzt 8:30 zu oben. Ab jetzt sollen die Mönche stillschweigen im Kloster bewahren. Morgenlob um 6:30 am Morgen. Wer ins Kloster in Maria Stein eintritt, kann sich seine Mitbrüder nicht aussuchen. Immer ist man zusammen, 7 Tage pro Woche. An den 6 Gebeten durch den Tag, bei jedem Essen. Die wesentliche Schönheit im Klosterleben, das ist das Gemeinschaftliche. Ja. Und was ist die grösste Härte für Sie? Auch Gemeinschaft. Die Schwächen vom Mitbruder müssen die Mönche mit unerschöpflicher Geduld tragen, fordert der heilige Benedikt in seiner Ordensregel. Aber man darf ja nicht unaufrichtig Frieden schliessen. Ein schmaler Grat, der viel Achtsamkeit fordert. Ich kann mich gut anpassen, oder? Ich glaube, wenn man dann nicht davon Fehler suchen und so, dann sieht man vor allem auch schön, ich bin auch bei Mitmenschen und das dreht einem selber und baut einem selber immer wieder auf. Und als Jüngere mache ich mir sicher über ganz andere Sachen Sorgen. Wie dieses, was jetzt die Älteren beschäftigen wird. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Ja, wichtige Entscheidungen wären bei uns im Haus ja sehr demokratisch getroffen. Aber das heisst natürlich dann, dass man manchmal halt als Jüngere mit Positionen auf relativ verlorenen Posten steht. Der Pater Kilian hat heute Sakristeidienst. Er tut eine Messe für einen Ordensstifter, der heilige Benedikt, vorbereiten. Sich täglich neu mit sich selber und den anderen konfrontieren, dafür bietet das Kloster eine besonders gute Chance. Im Kloster probiert jeder Mönch zuerst einmal, sich selber zu ändern. Und in der Weltpolitik probiert man ja zuerst eben die anderen zu ändern. Und da ist eigentlich das Kloster bei uns in Europa der letzte Ausdruck fast von dieser Weisheit, die hier so sichtbar wird. Auch die Stimmbildung gehört zur Vorbereitung zum Messdienst und zu den Gottesdienst. Alle Mönche, die vorsingen, müssen zur Stimmbildnerin Jaroslava Kupski. Dann bleibt ihr zugehört. Das Schönste ist, dass man hier gemeinsam eigentlich so ausgerichtet ist in eine gleiche Richtung, nämlich auf die Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus hier. Und dass unser Leben darauf ausgerichtet ist und dass das gemeinsam tragen ist, dass man nicht muss persönlich quasi gegen die anderen darum kämpfen, um so eine Beziehung. In dem reinen, lauten Quellchen, wo dann spiegelt immer endlos und Freude sich darin. Auch wenn es Brüder gibt, die sich eher mitziehen lassen, der heilige Benedikt meint Knochenarbeit an sich selber.
Die Arbeit fängt bei den kleinen Gedanken an. Der Pater Augustin erklärt sie so. Es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, ich habe ja nicht keinen zu Tod geschlagen, ich habe nicht gestohlen und so, und dann ist das für sie fertig, oder? Das. Aber wie viel Schritt gibt es, bis ein Mord geschieht? Im Mörder selber, oder? Oder bis er etwas stiehlt, was er da für Motiv hat, was für Schritt braucht es da? Nur schon daran denken und den Entschluss fassen, ich will das machen, das ist schon. Schon ein Schritt, wo wir versuchen zu verhüten. Im Kleinen treu sein. Das Klosterleben, also Prozess, das sei ihm beim Eintritt nicht klar gewesen, sagt der Abt Peter. Ich bin davon ausgegangen, seiner Zeit, ja, das Kloster, das ist wie, ich gehe jetzt in ein drittes Kloster rein, und das ist dann eigentlich das Ende von meinem Weg. Das ist mit dem Kloster und ich bin im Kloster. Das ist die Sache erledigt. Oder das war eigentlich dann eine wichtige Erkenntnis gewesen, dass der Eintritt ins Kloster nicht der Endpunkt ist, sondern der Anfang von einem weiteren Weg. Die Arbeit an sich selber dämpft Herdi von Schicksalsschlägen nicht ab. Er hat Mutter und Vater bei tödlichen Unfällen verloren. Der Klosterorganist und Archivar Pater Armin. Fast hat er als 24-Jähriger den Mönchsweg abgebrochen. Dort habe ich auch zuerst gedacht, für einen Gott, der mich so quält, kann ich mich nicht ein Leben lang entscheiden. Aber auf der anderen Seite habe ich auch irgendwie gespürt, ich komme Kraft über. Und ich denke, das hat sicher auch mit dem Glauben zu tun, dass das eine Kraft war, die einem gestützt hat, auch wenn man dann an der Güte Gottes oder an seiner Liebe gezweifelt hat. Das stille Klosterleben kennt wenig Ablenkungen. Innere Zwiespalt werden hier nicht so leicht verwischt. Der Pater Bruno hat seine erste Liebe nie vergessen. Dabei ist er schon 1949 eingetreten. Sein Gedicht über einen Schwertfisch berichtet von Trennungsschmerz. Der Schwertfisch. Vom Schwertfisch muss ich dir erzählen. Der bei Reggio di Calabria dem Kutter trauernd folgte, drauf seine Gefährtin harpuniert und getötet an Wind und Sonne lag. Er sah das Schiff im Hafen entschwinden. Ohnmächtig und hilflos ließ er sich von den Wellen spülen an Strand und Luft. Der Schwertfisch so, und ich floh bluttränend ins offene Meer der Berufung, der Arbeit an Auftrag und Werk. Der Zölibat, der Verzicht auf sexuelle Beziehungen, die im Kloster gilt, hat ihn viel gekostet. Ja, das ist mir das ganze Leben. Ist mir das einfach eine Aufgabe gewesen, das durchzuhalten. Warum haben Sie es denn gemacht, wenn es für Sie durchhalten ist? Weil ich mich von damals her als Priester berufen gefühlt habe. Die katholische Kirche hat das Problem einfach nie gelöst. Und? Der Zölibat soll frei sein. Das finden nicht alle Mönche in Mariastein. Trotz gleicher Kutte, trotz langjährigem Zusammenleben. Gut, man sieht schon viel, wo darunter leiden, ob es dann noch besser wird oder ob sie dann unter etwas anderem leiden würden, das kann ich auch nicht sagen. Oder? Ich finde das gut, dass wir einen Zölibat haben. Für uns Ordensleute ist es klar, gehört es wesentlich zum Leben dazu. Aber zum Beispiel jetzt für einen Priester, der zu einer Diözese gehört, wäre ich dafür, dass man da Freiheit lässt. Ob es denn mehr Priester gibt, bezweifle ich sehr.
Sexualität, Männer, Kloster. Der Abt muss den Kopf anheben. Für sich selber, für sein Kloster und auch gegen aussen. Diese Woche hat er eine junge BAZ-Journalistin zum Thema Sexualität und Religion ein Interview gegeben. Eine Herausforderung, für ihn auch als Mann. Religion heisst ja auch, dass man verzichtet. Man bekommt etwas, aber man verzichtet ja auch. Und was mich wundernimmt, ist, was bekommt man und wie schwer ist es zu verzichten. Die Frage von der Journalistin Nadine Brücker tönt einfach. Nicht für einen Abt Peter. Er nimmt einen weiten Bogen über die Sittengeschichte, Theologie und Psychologie. Über einen sexuellen Trieb sagt er. Und es geht ja darum, das zu kultivieren, ich würde es bewusst so sagen, zu kultivieren. Und nicht zu unterdrücken. Nicht zu unterdrücken, aber auch nicht einfach beliebig ausleben. Respektlos. Es geht immer, die Frage ist immer, wie weit geht der Respekt? Eben nicht nach Lust und Laune. Und das ist auch eine Erfahrung, dass wir zu einer gewissen Trägheit, zu einer gewissen Bequemlichkeit neigen. Mhm. Und da ist halt auch immer wieder der Kampf angesagt. Kampf. Aber jetzt, ich finde, ich wehre mich dagegen, die Sexualität zu reduzieren oder zu fokussieren oder wirklich eng zu führen. Was ist denn die Art von Sexualität, die ihr lebt? Ja, ich bin als Mann und ich begegne euch jetzt auch als Mann. Und ich finde das spannend. Mhm. Auch gerade gegenüber Frauen können, von Mensch zu Mensch können zu begegnen. Also das ist mir wichtig. Kann man das sonst nicht? Also, gegenüber Frauen. Ja, das ist auch eine Entwicklung. Also, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich wahrscheinlich, als ich 30 war, anders geredet. Als jetzt. Wie? Ich weiß es nicht mehr. Für mich ist jetzt wichtig, wie ich jetzt gewickelt bin. Und das ist für mich wichtig. Ich habe das Gefühl, das tut sich. 20 Minuten hat jeder Mönch beim Coiffeur Roman Galati zu gut. Zu wenig Zeit für viel Eitelkeit. Es ist 13 ab 11 Uhr, in 2 Minuten vor die Messe an für einen heiligen Benedikt. Die Kirche in Mariastein ist gut gefüllt, obwohl es ein Freitagmorgen erwächtig ist. Und das sind Zeiten, wo anderswo Kirchen geschlossen werden. Wie sehr die Leute Sehnsucht haben nach Überweltlichem, nach Gott, zeigt der Amtsantritt vom Jorge Bergoglio. Der neue Papst Franziskus weckt Hoffnungen, sogar bei Nichtgläubigen. Der frische Geist aus Rom ist auch der Mönch in Mariastein nicht verborgen geblieben. Die meisten sind des Lobes voll. Es ist ein Glücksfall für die Kirche, weil er jetzt doch auf eine andere Art und Weise an die Probleme, die die Kirche schon länger beschäftigen, dran geht. Ich habe immer das schon von Anfang an den Eindruck gehabt. Das sagt nicht nur eine Macht. Also, das frappanteste Beispiel ist schon gesehen, dass er nicht in die päpstliche Wohnung eingezogen ist, sondern mit einer viel einfacheren Vorliebe genommen hat. Besonders beeindruckt hat der Pater Augustin, dass der Papst zu den Flüchtlingen auf die Insel Lampedusa gefahren ist. Ja, er hätte von Ferne sagen, ich tue euch segnen und ich mache es gut. Und weiss ich, und er geht an zu diesen Leuten. Und zeigt ihnen ganz klar, schaut, ich bin da, ich bin für euch da. Ich helfe euch, helfen, so viel ich, so gut wie ich kann. Und das ist einfach unerhört. Der neue Papst sorge für revolutionäre Änderungen, meint der Abt Peter. Der Franziskus hat die katholischen Gläubigen befragt, wie leben die Ehe und Sexualität. Im Oktober werden die Bischöfe über die Befragung beraten. Das ist eigentlich etwas sehr Neues, sehr Ungewohntes in unserer Kirche, dass zuerst einmal die Fakten, die Realität zur Kenntnis genommen wird. Vor den Prinzipien. Und wie deuten Sie das? Die Frage ist, das ist so ungewohnt, ob sich die Betroffenen, sie vor allem die Bischöfe, dort teilnehmen und ob sie sich wirklich auf das einlösen, weil das ist wirklich ein Umlernen. Reformen wünschen sich die Mönche vor allem innerhalb der Kirche, bei der Kurie.
Ob der Franziskus dann aber die Sexualmoral locker wird, da bleiben die Mönche, die ich gefragt habe, zurückhaltend. Von mir aus gesehen ist das nicht die Frage, ob nach Lockerungen oder nach strenger oder was auch immer, sondern alle Menschen leben irgendwie in Beziehungen, sei es familiär, sei es jetzt Ehe, sei es wie auch immer. Wie kann denen geholfen werden? Das ist die Aufgabe der Kirche, vom Evangelium, dass den Menschen geholfen wird. Nach dem Mittagessen, wir begleiten den Pater Lukas unter die Klosterkirche in die Gruft. Für den 77-Jährigen eine Wiederbegegnung mit ehemaligen Kollegen. Die habe ich alle noch kennt, die hier beerdigt sind. Fintan hier unten. Pater Gebhardt. Pater Raphael. Und hier sind die beiden Äbte. Unter dem Abt Basilius bin ich eingetreten. Irgendwo wird ich auch hier hinten zu liegen kommen. Mit was für Gefühl denken Sie daran, dann auch hierher zu kommen? Ja, das Leben ist so, dass man halt einst muss gehen. Und ich hoffe, dass mal meine Mitbrüder für mich und beten. Beim Tod heisst es in der katholischen Kirche entweder oder. Entweder Himmelreich oder Hölle. Sogar Nichtgläubigen macht die Vorstellung Angst. Auch auf diese Frage reagieren die Mönche unterschiedlich. Die Hölle als Möglichkeit ist gegeben. Was das denn genau bedeutet für jeden sein persönliches Leben, das muss natürlich jeder selber überlegen. Ich glaube, dass es eine Hölle gibt, aber ich glaube, dass sie leer ist. Die Hölle ist auch hier schon auf dieser Welt. Es gibt solche, die sagen, sie ist vielleicht leer. Aber irgendwie, ich möchte nicht irgendetwas... Ich glaube, dass Gott kann mit Gerechtigkeit schaffen. Wie er das macht, das möchte ich ihm überlassen. Also, wenn ein Hitler noch zum lieben Gott durchkommt, oder ein Stalin, der solche Menschen verrechtliche Sachen gemacht hat, der hat schon ein bisschen Schwierigkeiten. Da bin ich schon massiv angegriffen worden. Und jemand gesagt hat, ja, ich sei jetzt auch einer von den modernen Priestern, der nicht mehr an die Hölle glaubt. Und dann gesagt, nein, ich glaube nicht an die Hölle. Und das kommt auch, für mich ist massgebendes Glaubensbekenntnis von der Kirche. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Und dort heisst es nie, dass man an die Hölle glaubt. Ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist mein Glaube. Und ich habe vielleicht Glauben, dass es eine Hölle gibt. Aber ich glaube weder an Teufel noch an die Hölle. In der Hölle lande ich nur der, der das wirklich will, sagen mir viele Mönche. Für alle anderen sei es Himmelreich offen. Aber was heisst das, Himmel? Ja, die Anschauung Gottes oder der Lobpreis Gottes. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Und das langt mir im Grunde noch. Wir fragen immer, was ist denn nachher, was ist auch da und so. Und ich sage, das langt doch, wenn wir müssen. Dann werden wir immer beim Herrn sein und das wird uns über alles weghelfen, das wird uns genügen. Man soll nicht engstirnig an den Gebot festkleben, es käme nur auf zwei Sachen im Leben an, Liebe und Gottvertrauen. Daran klingt oder scheitert alles an der Liebe. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Nach der Liebe orientieren, in den Gedanken, in den Worten, im Reden, im Verhalten, im Begegnen. Das alles ist immer wiederum, dass wir uns fragen, immer wieder neu fragen, ist das, was ich mache, von der Liebe motiviert. Die Mutter hat mich immer früher gefragt, als sie alt war, wie denkst du, das ist einer am Leben? Ich sagte, lass dich doch überraschen. Ich sagte, Gott tut uns nicht hintergehen. Das ist mein Glaube. Dann glaube ich auch, dass es richtig rauskommt für jeden, oder?
Während die Mönche schon wieder das nächste Gebet anfangen, verabschiede ich mich. Ich habe empfunden, das Kloster Maria Stein sei keine theologische Gleichmachungsanstalt, auch menschlich nicht. Die Mönche feiern ohne Getue und Frömmelei ein arbeitsintensives Leben in einer 7-Tages-Woche. Sie haben ein Leben mit strengen Regeln gewählt. Die Regeln sind für sie weniger schlimm als Diktat von Lust und Laune.